Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Videotutorial für win-next.de. Gestern Abend unserer Zeit ist die Windows 8 Release Preview, also die letzte Testversion von Windows 8, die öffentlich verfügbar ist, erschienen. Und wir möchten heute in diesem Video einmal durchspielen, wie man sich auf einem bestehenden System, beispielsweise Windows 7, diese Windows 8 Release Preview installieren kann, ohne dass man das bestehende Betriebssystem irgendwie überschreiben muss oder Windows komplett neu installieren muss, sondern wir installieren das Ganze auf einer virtuellen Maschine mithilfe einer Software, so dass man sich die neuen Funktionen von Windows 8 in aller Ruhe anschauen kann und später einfach wieder sagt, jetzt ist Schluss, ich schließe das Programm und möchte ganz gewohnt mit Windows 7 oder auch natürlich mit Windows XP fortfahren. Dazu benötigen wir als erstes das Programm VirtualBox, welches wir unter der URL virtualbox.org finden. Ich werde aber auch sämtliche Links und URLs im entsprechenden Beitrag verlinken. Hier klicken wir nun auf Downloads und wählen anschließend die entsprechende Version. In diesem Fall ist das nun hier die Windows-Version. Speichern uns das Ganze ab. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Die VirtualBox-Datei ist 90 MB groß. So. Und wir führen das Ganze aus und installieren uns das Programm auf unserem PC. In diesem Falle wähle ich jetzt hier die Standardeinstellung aus und klicke einfach auf Weiter und sage auch hier Ja, damit wir das Network Interface, also die Schnittstelle zum Netzwerk, mit installieren. Und ich sage Install und habe die Installation jetzt abgeschlossen. Und ich sage natürlich, dass er die VirtualBox nach der Installation starten soll. Nun finden wir jetzt hier unsere noch leere VirtualBox wieder. Wir haben das Fenster VirtualBox Manager geöffnet bekommen und können jetzt hier über Neu unsere erste virtuelle Maschine hinzufügen. Vorher benötigen wir aber noch das entsprechende ISO-Image der Windows 8 Release Preview. Dazu wechseln wir auf preview.windows.com. Das ist die Seite, die jetzt hier schon geöffnet ist. Da erfolgt eine Weiterleitung. Und gehen auf den Punkt Download. Klicken nun nicht auf Herunterladen, sondern auf ISO-Format hier unten und wählen nun hier unter unserer entsprechenden Sprache, in diesem Fall ist das ja Deutsch, entweder die 64 oder die 62-Bit-Variante. Für unseren Test habe ich die 32-Bit-Variante gewählt. Mit einem Klick auf Herunterladen öffnet sich nun natürlich der Download-Manager und man kann das 2,5 GB große File herunterladen. Das habe ich jetzt schon erledigt und die Datei auf der Festplatte abgespeichert. Also können wir wieder zum VirtualBox Manager wechseln und nun auf Neu klicken. Es öffnet sich nun ein Assistent, der sehr bequem durch die einzelnen Schritte leitet. Wir vergeben als erstes einen Namen. Und können hier unten natürlich unter Microsoft Windows auch noch die entsprechende Version wählen. In diesem Fall ist das Windows 8 in der normalen, also in der 32-Bit-Version. Und wir klicken auf Weiter und können nun hier die Größe des Arbeitsspeichers wählen, der für unsere virtuelle Maschine reserviert wird, also der quasi vom Betriebssystem abgezogen wird und für unsere virtuelle Maschine, für Windows 8 reserviert wird, zur Seite gelegt wird. Insgesamt weist mein System 4 GB auf und ich
Momentan ist 1 GB ungefähr eingestellt. Ich wähle ein bisschen mehr. Ich gehe einfach mal auf 1500 und sage weiter. Hier können wir jetzt wieder auch bequem weiter wählen. In diesem Schritt können wir ebenfalls auf weiter klicken und nochmal weiter. Hier kann man jetzt noch die Größe der virtuellen Festplatte festlegen, die dann wiederum von der HDD, also von der Festplatte, an Speicherkapazität für die Windows 8 Release Preview festgelegt wird. Hier nehme ich auch die Standardeinstellung von 25 GB und klicke auf Weiter. Im nächsten Schritt müssen wir nochmal mit Erzeugen unsere getätigten Einstellungen bestätigen und ein weiteres Mal auf Erzeugen klicken. Nun ist unsere virtuelle Maschine angelegt. Mit einem Klick auf Starten können wir diese nun aktivieren. Nun öffnet sich ein weiterer Assistent, das ist der Startassistent. Er sagt uns, dass wir das erste Mal diese neue erzeugte virtuelle Maschine gestartet haben und dass er uns hilft, das Betriebssystem zu installieren. Klicken wir also auf Weiter. Nun müssen wir die eben heruntergeladene ISO-Datei auswählen. Da wir diese Datei nicht gebrannt haben und nicht in unser DVD-Laufwerk eingelegt haben, sondern auf der Festplatte gespeichert haben, können wir sie nun von genau dort auch wieder auswählen. Das geschieht mit einem Klick auf unser Ordner-Icon. Zwar sagen wir nun Downloads und finden hier die Windows 8 Release Preview. Und klicken, haben Sie nun ausgewählt, 2,41 GB und klicken auf Weiter. Klicken nun auf Starten. Es wird uns noch eine Zusammenfassung gegeben. Und wir erhalten hier nun die Meldung, Windows 8 Release Preview wird ausgeführt. Und hier unten öffnet sich auch ein neues Fenster, in dem wir nun zum ersten Mal wirklich den Windows 8 Bootscreen sehen. Und wir erhalten hier nun unseren Installationsmanager, den wir bereits aus Windows 7 vielleicht kennen, der uns nun durch die einzelnen Schritte der Windows 8 Installation führt. Und zwar klicken wir auf Weiter und wir klicken auf Jetzt installieren und erhalten die Meldung, dass der Setup gestartet wird. Nun müssen wir ein Produktkey eingeben. Wir wechseln wieder in unseren Browser. Wir können jetzt bequem, Sie sehen das, zwischen der Windows 8 Release Preview, also der Oracle VM VirtualBox und dem Browser hin und her schalten, da es sich um ein ganz normales Windows-Programm handelt. Und wir finden hier unter den beiden Download-Dateien den Produkt-Key, den wir markieren, kopieren und an dieser Stelle leider nicht einfügen können. Also werde ich ihn hier kurz abtippen. Dazu öffne ich mir jetzt zum Beispiel den Editor. Und sage nun nach der Eingabe weiter. Können den Editor wieder schließen. Und wir erhalten hier jetzt die Lizenzbedingungen, die wir uns natürlich durchlesen müssen. Und anschließend akzeptieren. Nun wählen wir unsere Installationsart aus. Es soll an dieser Stelle kein Upgrade sein, sondern wir wollen eine neue, frische Installation der Windows 8 Release Preview in unserer VirtualBox vornehmen. Also wählen wir benutzerdefiniert. Wir haben jetzt hier einen nicht zugewiesenen Speicherplatz von 25 GB. Das ist genau der Speicherplatz, den wir in der VirtualBox beim Anlegen der Maschine initialisiert haben und dieser Maschine zugeordnet bzw. reserviert haben.
Also klicken wir jetzt einfach auf Weiter. Nun startet auch bereits der Installationsassistent, der als erstes die Windows-Daten kopiert, danach die Daten für die Installation vorbereitet, dann werden die Features installiert, es werden Updates direkt aus dem Netzwerk gezogen, die dann installiert werden und schlussendlich wird auch noch der Vorgang abgeschlossen und man wird noch darauf hingewiesen, dass der Computer, wie man es bereits von einer Windows-Installation gewohnt ist, mehrere Male neu startet, bevor die Installation abgeschlossen ist. Da ich das Video jetzt natürlich bei der Installation hier nicht die ganze Zeit laufen lassen werde, werde ich es nun kurz pausieren und dann gleich an geeigneter Stelle wieder fortsetzen und wieder einspringen. So, jetzt sind ungefähr 15 Minuten vergangen, wobei ich dazu sagen muss, dass es auf einem nativen System wahrscheinlich schneller gehen würde mit der Windows 8 Installation als auf einer virtuellen Maschine. Das habe ich aber allerdings noch nicht getestet. Und wir sind im nächsten Dialog gelandet, nämlich anpassen und können jetzt hier unsere Farbe auswählen, die unseren PC darstellt. Dann nehmen wir jetzt mal ein schönes Blau, ein schönes Dunkelblau oder einfach auch hier jetzt in diesem Fall die Windows Standardfarbe. Und wir können den Namen unseres PCs vergeben, das ist jetzt hier in diesem Fall Windows 8. Okay, wir bekommen gleich gesagt keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen, Windows 8 Test. Und wir sagen weiter. Und können nun hier unsere Einstellung noch festlegen. Das wollen wir aber jetzt mal nicht, wir wollen jetzt wirklich nur so schnell wie möglich zu einer bestehenden Windows 8 Installation kommen und möglichst wenig konfigurieren. Wir wollen ja auch mal schauen, was der Otto Normal Windows User da an die Hand bekommt, wenn er sich Windows 8 installiert, und verwenden die Express-Einstellung. Am PC anmelden, wir brauchen jetzt hier unsere E-Mail-Adresse. So, jetzt habe ich meine E-Mail-Adresse gerade eingegeben und auf Weiter geklickt. Jetzt sucht er sich mein Konto raus und jetzt muss ich hier auch direkt mein Kennwort eingeben. Das mache ich jetzt. Mal schauen, ob es richtig ist. Sicherheits- und Telefonnummer. Das möchte ich nicht. Dazu muss man sagen, dass ich natürlich schon vorher aus der Windows 8 Consumer Preview mir ein Konto erstellt habe. Dieser Schritt aber auch im Prinzip kein Hexenwerk ist. Man muss eine E-Mail-Adresse eingeben. Diese erhält dann per Double Option In eine Bestätigungsnachricht, die man wiederum, wo man wiederum einen Link anklicken muss und dann sein Windows-Konto aktiviert hat. Das Spannende an diesem Windows-Konto ist ja, dass dann wirklich alle Einstellungen und Optionen oder auch die Apps, die man sich kauft, über dieses Windows Live-Konto aktualisiert und synchronisiert werden. Wenn man bestimmte Funktionen aus Windows 8 nutzen möchte, beispielsweise den Windows Store, wo man dann sich eben auch die Apps kaufen oder herunterladen kann, benötigt man eben ein solches Windows-Konto. Man kann, das hat man vorhin vielleicht nicht gesehen, sich unten über einen Button, aber auch ohne ein Konto anzulegen, in Windows 8 einloggen und dann eben Windows 8 quasi offline nutzen. Wer jetzt etwas Sorgen um seine Daten hat und auf Datenschutz pocht, der kann natürlich sich auch die Windows 8 Release Preview runterladen und ohne sich zu registrieren diese Version nutzen und sich anschauen. Jetzt erhalten wir wieder hier einen kleinen Ladescreen. Ihr PC ist gleich bereit. Erfahrungsgemäß weiß ich aus der Windows 8 Consumer Preview, dass es jetzt noch etwas dauern wird, bis alles bereit steht. Ich kann mich aber auch irren. Aber ich werde jetzt erstmal wieder das Video pausieren, wobei jetzt der Screen gerade schwarz ist. Also ich habe das Ganze auch nicht vorher durchgespielt. Oh, ich bin überrascht. Es ist jetzt wirklich so, dass Windows 8 schon bereit steht. Ich muss dazu sagen, dass das Ganze in der Windows 8 Consumer Preview, die ja die erste öffentliche Testversion war, beziehungsweise ja nach der Developer Preview, noch deutlich länger gedauert hat, dass Windows 8 bereit steht.
Also wir haben jetzt hier unseren gewohnten Windows-Screen. Die Auflösung ist jetzt leider etwas gering gewählt, da können wir gleich noch schauen, ob wir die noch erhöhen können. Aber wir sehen jetzt hier unsere Windows 8 Metro Startoberfläche, was auch die essentiellste Neuerung ist in Windows 8. Kein gewohnter Desktop mehr, sondern unsere Metro-Apps. Wobei es das mit diesem Video jetzt aber auch schon gewesen sein soll. In diesem Video soll es wirklich nur um die Installation gehen und darum, wie man sich auf einem bestehenden Windows-System die Windows 8 Release Preview installieren kann zum Testen. Natürlich nicht für den Produktiveinsatz. Und ich denke, das wurde durch dieses Video deutlich. Wir brauchen eben die ISO-Datei der Windows 8 Release Preview und wir brauchen das Programm. Natürlich gibt es noch weitere, aber in diesem Fall, weil es mir sehr gut gefällt, haben wir uns für die Oracle VM VirtualBox entschieden und dort eine virtuelle Maschine angelegt und Windows 8 darauf quasi installiert. Und das Ergebnis sieht man hier. Im nächsten Video wird es dann darum gehen, dass wir uns die Windows 8 Release Preview genauer anschauen werden und vielleicht auch durch die ein oder andere App durchstöbern.